Hallo Pilzfreunde, heute stelle ich euch einen der stärksten Heilpilze vor. Ja, Pilzfreunde, heute werde ich mich mal auf die Suche begeben nach dem bekannten Chaga-Pilz oder auch Schiefer-Schiller-Porling, wie er eigentlich heißt. Ja, als Chaga ist er allgemein recht bekannt geworden, ist also einer der stärksten Heilpilze, den wir so kennen. Und da will ich mal versuchen, ob wir heute welche finden können. Ich war in den letzten Wochen auch mal unterwegs gewesen, auch hier in diesem Gebiet, wo ich heute bin, und habe da ein bisschen Glück gehabt. Ich muss aber sagen, dass der schiefe Schiller-Porling bei uns hier sehr, sehr selten ist. Ist ja im Allgemeinen ein nicht so häufiger Pilz, zumindest hier in unseren Breitengraden. Also begleitet mich heute mal. Wie gesagt, wir werden heute mal unser Glück versuchen. Und da werde ich natürlich auch ein bisschen was über diesen tollen Heilpilz erzählen. Der schiefe Schiller-Porling oder eben Chaga hat vor allen Dingen eine lange, lange Tradition in Osteuropa, vor allen Dingen bei sibirischen Völkern, und auch in Skandinavien wurde er immer schon gesammelt und für Heilzwecke verwendet. Und die Liste der Heilwirkung ist wirklich sehr, sehr lang. Also alles hier zu nennen, würde wirklich den Rahmen sprengen. Ich würde euch empfehlen, auch im Internet ein bisschen zu recherchieren. Da kann man auch einige Erfahrungsberichte finden von Personen, die also sich mit dem Chaga beschäftigt haben, ihn selbst zur Behandlung eingesetzt haben. Und da kann man gut nachlesen, welche Erfolge da erzielt worden sind, wo er was gebracht hat. Einige der Heilwirkungen dieses Pilzes möchte ich natürlich hier nennen. Der wirkt vor allen Dingen immunstärkend, also er fördert die Abwehrkräfte des Körpers. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dann ist es so, dass er das Wachstum von Krebszellen hemmen kann, weswegen er auch begleitend zur Krebstherapie eingesetzt wird. Man muss natürlich hier auch aufpassen, dass man keine falschen Hoffnungen weckt, das ist ganz klar. Aber es gibt dort zumindest nachgewiesene Fälle, wo dieser Pilz sich sehr positiv ausgewirkt hat. Ja, dann stärkt er auch allgemein das Wohlbefinden. Also das sagt man diesem Pilz auch nach. Er hilft bei Zahnfleischbluten zum Beispiel, hilft gegen Müdigkeit, also führt auch zu einem erholsamen Schlaf, wirkt antibakteriell, antiviral. Also es ist eine ganze Menge an Wirkungen dieses Pilzes bekannt. Also noch mehr zu nennen, würde ich auch einfach den Rahmen des Videos sprengen. Und wie gesagt, ja, es ist schon erstaunlich, welche Wirkungen diesem Pilz nachgesagt werden. Was sollte man noch nennen? Ja, auf alle Fälle bei Entzündungen des Magen-Darm-Traktes soll dieser Pilz ganz massiv helfen. Also er wird zum Beispiel eben auch bei Krebstherapien eingesetzt des Magen-Darm-Traktes und wie gesagt allgemeine Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich. Da soll er sehr, sehr nützlich sein. Ja, er enthält natürlich auch viele Stoffe, Vitamine, Mineralien, vor allen Dingen Antioxidantien, die man eben dem Körper da gut zuführen kann. Also, wie gesagt, es ist eine ganze Menge an Wirkungen bekannt über diesen Pilz. Belest euch da noch mal ein bisschen, taucht mal ein bisschen in die Materie ein. Mir geht es heute vor allen Dingen darum, mal zu zeigen, wie erkenne ich den Pilz, wo finde ich ihn und so weiter. Also jetzt werden wir uns mal aufmachen. Ihr habt schon gesehen, im Hintergrund stehen eine ganze Menge Birken und das ist auch der Baum, an dem dieser Pilz vorrangig vorkommt. Also jetzt geht's mal ab in den Wald. Zunächst stellt sich ja mal die Frage, wann und wo gehe ich auf die Suche nach dem Chaga? Und im Moment haben wir Winter, ein bisschen hat es auch geschneit, sieht auch ein bisschen nach Winter aus, wenn auch nicht viel. Also jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, um nach dem Chaga Ausschau zu halten, denn die Bäume sind kahl, wir haben kein Laub dran und da kann man den einfach ganz gut ausmachen, sieht man auch schon aus der Ferne. Ja, und wo suche ich den? Vorrangig wächst er an Birken. Also er soll auch an anderen Laubbäumen vorkommen, habe ich bisher auch noch nie beobachtet.
aber auch noch nicht so drauf geachtet. Man muss auch sagen, dass er bei uns hier wirklich sehr, sehr selten ist. Also man findet den wirklich nicht sehr häufig. Wie gesagt, schaut an Birken nach und die Praxis zeigt eigentlich, dass er vor allen Dingen in Birkenwäldern vorkommt, die nach etwas raueres Klima haben. Das sieht man ja schon daran, dass er vor allen Dingen in Osteuropa, Sibirien und in Skandinavien viel, viel häufiger ist. Also wenn man hier unterwegs ist, schaut einfach in Wäldern, wo das Klima etwas rauer ist, wo vielleicht der Wind ein bisschen durchpfeift. Und die Erfahrung von Sammlern hat auch gezeigt, dass er gern in Gewässernähe vorkommt. Also wenn ihr einen Birkenwald habt, wo Wasserläufe in der Nähe sind, ist das schon mal ein ganz guter Standort. Wie gesagt, wenn der Wind dort ordentlich durchgeht, dass es recht kühl ist, scheint das auch ganz gut zu sein. Also wenn die Bäume ein bisschen Stress haben, sind sie wohl anfälliger für das Besiedeln mit diesem Pilz. Und da sind die Chancen eben etwas besser. Also wir werden jetzt mal in so einen Wald gehen. Und da werden wir mal unser Glück versuchen. Ich sagte ja bereits, dass also jetzt hier im Winter eine gute Zeit ist, den zu suchen. Man kann den allerdings das ganze Jahr über finden. Also die Fruchtkörper sind mehrjährig, wachsen sogar über einen ziemlich langen Zeitraum. Und man kann eigentlich das ganze Jahr danach suchen. Einfach, wenn ihr mal unterwegs seid, haltet immer die Augen ein bisschen auf an Birken. Schaut mal danach. Aber wie gesagt, jetzt im Moment, wo der Wald wie hinter mir hier so kahl ist, da kann man natürlich den Pilz auch von Weitem schon erspähen. Also wenn ich hier so durchgucke, sehe ich allerdings nichts an den Bäumen. Wir gehen auch hier in eine andere Richtung. Da hatte ich letztens ein bisschen Glück, hatte einen gefunden. Ich bin allerdings in letzter Zeit auch schon viel in Birkenwäldern unterwegs gewesen und konnte nicht einen einzigen finden. Also wie gesagt, bei uns ist er relativ selten. Aber vielleicht haben wir heute Glück. So, Pilzfreunde, ich bin jetzt hier in den Wald noch gar nicht weit reingegangen und habe da ganz oben an dem Baum gerade einen schwarzen Knubbel entdeckt. Das müsste ein Chaga sein. Leider ist er sehr, sehr weit oben. Ich werde trotzdem mal mein Glück versuchen. Das ist ein bisschen das Problem beim Chaga-Sammeln. Oft sitzen die eben ziemlich weit oben an der Birke. Da wird die ganze Sache ein bisschen schwierig. Ich will es trotzdem mal versuchen. Ich schaue mich mal um. Vielleicht finde ich hier irgendwo einen längeren Stock oder sowas und kann den vielleicht abstoßen. Das Abmachen von dem Pilz ist gar nicht so einfach. Oft ist er sehr, sehr fest verwachsen, weil er auch eine sehr, sehr feste Struktur hat. Ich hoffe, ich kann euch das alles mal heute ein bisschen zeigen. Normalerweise, das zeige ich euch mal, braucht man ein bisschen massives Werkzeug, um den zu entfernen. Ich habe hier so ein kleines Beil mit. Das hat sich bisher schon ganz gut bewährt. Ja, auch so Hammer und Meißel sind ein gutes Werkzeug. Also mit einem normalen Pilzsammelmesser kommt man hier nicht weit. Da müsste man schon ein ganz, ganz massives, kräftiges Messer haben. Das geht natürlich auch. Oder wie gesagt, so ein Beil. Versuchen wir mal. Aber da oben, vielleicht seht ihr es, wir schauen dann nochmal hin. Da komme ich so ohne weiteres nicht hin. Also wie gesagt, jetzt schaue ich mich mal ein bisschen um und da vielleicht kriege ich es noch hin. Pilzfreunde, die Aktion hat was gebracht. Ich habe mich hier ein bisschen gestreckt. Also das hat funktioniert. Ihr seht hier, ich habe hier gerade einen Chaga in der Hand, einen schiefen Schillerporling. Das hat funktioniert. Also so schaut er aus. Ja, von vorn sieht man hier schon diese schwärzliche Struktur. Das schauen wir uns dann auch mal von nahen an.
Und die innere Struktur sieht da völlig anders aus, bildet einen ganz starken Kontrast, denn hier haben wir so eine orange-bräunlichen Farbtöne. So, hier haben wir einen relativ kleinen Chagger gefunden. Also, was man hier sehr schön sieht, ist die Oberflächenstruktur. Also, das sieht so ein bisschen verbrannt aus, rissig, auch so oft geplatzt. Also, das ist diese typische Struktur, erinnert ein bisschen an Holzkohle oder so an verbrannten Teer oder sowas in der Richtung. Sieht ganz unregelmäßig aus, also die Form des Fruchtkörpers kann ganz unregelmäßig unterschiedlich auch sein. Meistens so knollenförmig wie hier. Manchmal gibt es so längere Auswüchse. Und wenn man, sagen wir, längere Verletzungen am Baum hat, kann der auch so konsolenförmig länger sein. Wichtig ist, um den Chagger zu erkennen, wenn ich den nur entfernt habe, sieht man eben die innere Struktur. Und da hat man eben eine völlig andere Farbe, eben dieses Orangebraun. Meistens ist es auch so etwas marmoriert. So, und das unterscheidet den Chagger denn eben ganz deutlich von irgendwelchen Wucherungen an Bäumen, die an Birken natürlich häufig vorkommen und uns als Chagger-Sammler immer wieder mal narren. Also wenn ich den Pilz entfernt habe, sehe ich eben den Unterschied. Bei einer Baumwucherung, die allgemein so als Baumkrebs bezeichnet wird, hat man innen natürlich irgendeine Holzstruktur. Zum schiefen Schiller-Porling muss man noch einiges sagen. Das hier, was wir hier finden als Heilpilz, als Chagger, ist die imperfekte Nebenfruchtform, die also keine Sporen bildet. Die Hauptfruchtform wird später ausgebildet, meist nach Absterben des Baumes. Also diese Nebenfruchtform bildet keine Sporen und bildet sich vor der Hauptfruchtform aus. Also über Verletzungen des Baumes dringt die Spore ein in die Birke, bildet dort ein Myzelium und nach einiger Zeit bilden sich dann diese Nebenfruchtformen. Man nimmt an, dass die Nebenfruchtformen eben dafür verantwortlich sind, dass die Birke weiter geschwächt wird, zum Absterben gebracht wird, damit dann die Hauptfruchtform, eben dieser Porling, sich entwickeln kann und Sporen bilden kann und für die weitere Verbreitung eben dann sorgt. Wir interessieren uns eben hier für diese Nebenfruchtform, den Chagger, und wir werden uns jetzt mal ein bisschen weiter umschauen. Vielleicht lassen sich noch welche finden. So, Pilzfreunde, ich bin jetzt hier in dem Birkenstück weiter unterwegs und ich will euch das einfach mal zeigen, wie es hier aussieht. Also ihr seht schon, hier hinten steht eine ganze Menge Wasser drin. Wir haben dort einen Bachlauf drin. Im Moment ist natürlich hier auch alles ein bisschen mit Schmelzwasser auch noch voll. Aber wie gesagt, hier geht ein kleiner Wasserlauf durch. Ihr seht hier die vielen Birken, die hier sind. Und das ist schon ein ganz guter Standort, um nach dem Chagger zu schauen. Man sieht hier auch überall an den Bäumen noch ältere Birkenporlinge. Die sind jetzt allerdings auch zu alt zum Sammeln. Zum Birkenporling kommt dann nochmal ein ganz ausführliches Video. Das ist zumindest für dieses Jahr geplant. Aber wie gesagt, hier wo ich jetzt bin, ist ein guter Standort. Hier werde ich mich jetzt auch noch ein bisschen weiter umschauen und vielleicht habe ich dann nochmal Glück. So, Pilzfreunde, jetzt noch ein bisschen was zu den Verwechslungsmöglichkeiten. Da gibt es gar nicht so viel. Der Chagger ist schon recht typisch, vor allen Dingen, wenn ich eben auf die innere Struktur achte, was ich vorhin schon mal gezeigt habe. Aber hier an dieser alten Birke hier oben seht ihr schon was. Hier oben an der alten morschen Birke haben wir einen alten Porling. Das könnte hier ein alter Zunderschwamm sein. Das sind natürlich auch so schwärzliche Gebilde, die dann zu finden sind, aber den kann ich natürlich eigentlich nicht verwechseln. Das ist wirklich hier ein ganz morscher alter Zunderschwamm, der zerfällt also schon von allein. Aber das möchte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben. Ja, was uns Chagger-Sammler immer wieder narrt, vor allen Dingen von Weitem, sind solche Wucherungen an Bäumen, also an Birken kommen die ja sehr häufig vor. Das sind einfach krankhafte Veränderungen, die an Birken immer wieder zu beobachten sind. Das ist natürlich kein Chagger. Hier sieht man schon, die Oberfläche hat eine ganz andere Farbe. Und wenn ich hier dagegen klopfe, merke ich auch schon den Unterschied. Hier ist einfach Holz drin. Also wie gesagt, das ist eigentlich die häufigste Verwechslungsmöglichkeit. Aber hier erkennt man das eigentlich auch sofort. So, ich bin hier immer weiter unterwegs in dem Birkenwald. Und ich glaube, ich habe da hinten etwas gesehen. Ja, aber der ist natürlich ganz, ganz weit oben an der Birke, aber ich denke, das ist ein Chagger.
Wir gehen da mal ran. Oh, der sieht natürlich richtig gut aus, aber hier schauen wir mal, der ist wirklich sehr, sehr weit oben an der Birke. Da oben ist er. Wir gehen hier mal ein bisschen ran. So, Pilzfreunde, ich habe jetzt hier nochmal den Wald gewechselt, bin nochmal in einem anderen Stück unterwegs. Wir sind hier an so einem Feldrand und hier pfeift natürlich der Wind immer richtig durch. Und ja, ihr seht schon, im Hintergrund stehen hier ein paar Birken und hier werde ich einfach nochmal mein Glück versuchen. Vielleicht klappt es nochmal mit einem Fund und wir schauen uns hier jetzt einfach mal noch ein bisschen um. Pilzfreunde, ich glaube, ein Stückchen weiter vorn habe ich was Schwarzes an dem Baum gesehen. Ich bin gespannt. Vielleicht klappt es ja nochmal. So Leute, ich bin jetzt hier an der Birke angekommen, die ich gesehen habe. Und hier schwenken wir mal lang. Und da seht ihr schon, hier ist ein richtig schöner, großer Schagger zu finden. Also der zieht sich hier eben in dieser Wunde von dem Baum lang bis hier runter. Und hier schauen wir uns auch noch mal die Oberfläche an. Also die Oberfläche ist auch hier so leicht bröcklig. Da erkennt man den schon ganz gut. Also und wenn man hier ein bisschen was abnimmt, kommt dann eben auch drunter die bräunliche Struktur zum Vorschein. Also das sieht natürlich toll aus. Ich werde mal schauen, dass ich mir hier ein Stückchen abmache. Einen kleinen Vorrat habe ich ja jetzt mittlerweile zu Hause. Also das meiste werde ich hier hängen lassen, hole ich mir vielleicht später. Aber ich schaue mal, ich denke mal, hier so ein Stückchen werde ich mir doch abmachen. So, ich versuche jetzt hier mal ein Stück. Also ich nehme in der Regel hier dieses Beil, haue hier immer so ein bisschen an die Seite ran und versuche den damit zu lösen. Also man muss hier doch ganz schön kräftig zuschlagen. Ups. Ah je. Ja, hier ist jetzt ein Stückchen abgegangen. Also ihr seht schon, der ist hier wirklich recht fest drin. Aber hier sieht man schon schön, denke ich, die innere Struktur. Diese orange-bräunlichen Farben, auch diese Marmorierung hier drin. Also eindeutig ein Schagger. Also so ungefähr mache ich den ab. Man kann natürlich hier mit der Klinge das auch unterstützen. Also hier haben wir wieder ein Stückchen. Also ein Stückchen was nehme ich mit. Den Rest lasse ich mal dran. Den werde ich mir sicherlich bei Bedarf irgendwann mal holen. So, Pilzfreunde, ein bisschen erfolgreich bin ich gewesen. Es hat sich doch ein bisschen was finden lassen. Aber ihr seht schon, dass der Schagger eben bei uns hier nicht so häufig ist. Also es mag ja hier auch in Deutschland Gegenden geben, wo er etwas häufiger vorkommt. Bei uns hier ist es eben leider nicht so. Also hier muss man wirklich richtig suchen und großes Glück haben, wenn man denn mal welchen findet. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass ich den euch heute hier zeigen konnte. Also jetzt geht's mit den geernteten Pilzen nach Hause. Und ja, da zeige ich euch natürlich, wie man den Pilz weiterverarbeitet. Und wie man ihn dann am besten auch einnimmt, wie man ihn zubereitet. Also jetzt geht's ab nach Hause. So, Pilzfreunde, wir sind jetzt zu Hause und da heißt es natürlich die Pilze verarbeiten. Wichtig ist natürlich, um den Schagger haltbar zu machen, muss er getrocknet werden. Das ist erstmal der erste Schritt, den ich mache. Dann kann er zu Pulver zum Beispiel verarbeitet werden. Dann ist das auch haltbar. Man kann natürlich auch alkoholische Auszüge aus dem Schagger gewinnen. Da kann man ihn dann zum Beispiel in Stückchen, in Würfel schneiden. Wie gesagt, wenn man Pulver macht, was man dann klassischerweise zur Zubereitung von Tee verwendet, dann heißt es erstmal trocknen. Also bevor wir den Schagger trocknen, ist es so, dass wir hier erstmal schauen müssen, ob irgendwelche Verunreinigungen dran sind. Also bei dem etwas größeren hier, da sind hier noch so Rindenstückchen von der Birke dran. Die werde ich jetzt erstmal entfernen und dann schauen wir mal, dass wir den Pilz ein bisschen klein bekommen. Da der Pilz ja recht hart ist, solltet ihr hier ein kräftiges Messer verwenden. Also hier an der Seite hier ist ein bisschen ein Stückchen Rinde dran, das mache ich weg. Ansonsten sieht dieses Stück hier schon sehr gut aus. Das braucht also nicht weiter gereinigt werden. Die äußere schwarze Schicht ist sehr, sehr hart. Das innere
Kann ein bisschen weicher sein, also das hat meistens so eine korkartige Struktur, aber insgesamt ist es schon wirklich sehr, sehr hart. Also ich versuche den jetzt einfach mal hier ein bisschen klein zu schneiden. Also mit dem großen Messer geht es ganz gut hier. Da kann man auch ordentlichen Druck ausüben. Passt auf, dass er euch nicht schneidet. Das ist also, ihr seht schon, das geht eigentlich ganz gut. Man bekommt ihn eigentlich sehr schön klein. Also mitunter wird von einigen Autoren empfohlen, die äußere schwarze Schicht nicht zu verwenden, aber die kann man genauso gut mitnehmen. Also wer jetzt hier mal bei Jürgen Gutmann in dem Buch Heilende Pilze nachgelesen hat, der bestätigt das. Also man kann den kompletten Pilz verwenden. So, jetzt haben wir den hier schon ganz gut klein bekommen. Hier schneide ich nochmal durch. Ja, das klein zu machen ist ganz wichtig, wenn ich die Pilze dann später mahlen will. Ich nehme da so eine alte Kaffeemühle dazu, da macht sich das ganz gut. Also die Stücken kann man jetzt prima trocknen. Und ja, wenn die Pilze ordentlich durchgetrocknet sind, die Feuchtigkeit verloren haben, das kann schon eine Weile dauern, dann kann man den Pilz wirklich sehr schön mahlen. Also in einer Getreidemühle, Kaffeemühle oder ähnlichen, wie gesagt, funktioniert das sehr, sehr gut. Wenn wir hier also so kleinere Mengen zum Trocknen haben, da benutze ich hier so ein Sieb. Das ist an und für sich so ein Spritzschutzsieb, was man für Pfannen verwendet. Da kommen die Stückchen drauf und jetzt im Winter ist es natürlich ganz praktisch, kann man dieses Teil einfach auf die Heizung legen und braucht nicht extra ein Dörrgerät anwerfen oder sonst irgendwie Backofen trocknen, sondern das ganze Teil kommt hier einfach auf die Heizung drauf, so wie hier, und da können die Pilze vor sich hin trocknen. Und wie gesagt, wenn die fertig getrocknet sind, dann mahlen wir die noch in der Kaffeemühle klein. So sieht die alte Kaffeemühle aus, die benutzen wir, die kommt jetzt eben nochmal zum Einsatz. Das funktioniert ganz prima, wir machen die getrockneten Stückchen dann noch ein bisschen klein, da passen die besser hier oben rein und da kann man die ganz prima benutzen. Und wenn ihr das dann so macht, bekommt ihr dieses schöne Pulver, sieht ein bisschen aus wie Kaffee. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt einen kleinen Vorrat da, so ist das auch sehr gut haltbar, das ist ein dicht schließendes Glas. Pilze sind getrocknet, jetzt hier eben gemahlen und da kann man sich natürlich ganz wunderbar einen Tee daraus machen. So, ich habe gestern hier ein bisschen was vorbereitet, denn ich mache das immer so, dass ich also einen Tag bevor ich das trinke, den Auszug ansetze. Also wir nehmen hier lauwarmes Wasser, da kommt also pro normaler Tasse ein Kaffeelöffel von dem gemahlenen Chaga rein, das lassen wir über Nacht ziehen und jetzt habe ich das hier auf dem Herd stehen und wir lassen das jetzt hier noch ein bisschen warm werden. Das kann so eine halbe Stunde so ein bisschen vor sich hin köcheln, also man sollte das nicht so heiß werden lassen, also zumindest einige Autoren sagen eben, man soll es lieber kalt ansetzen oder mit lauwarmem Wasser und nicht zu stark erhitzen, also nicht unbedingt mit kochendem Wasser machen. Also da gibt es auch verschiedene Angaben. Ich habe es jetzt immer so gemacht, das wie gesagt über Nacht anzusetzen, ziehen zu lassen und erwärme das jetzt nur. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich ein bisschen runter regle. Das wird hier schon warm. Und da lasse ich das jetzt hier so eine halbe Stunde ein bisschen vor sich hin köcheln und dass sich das erwärmt. So, wenn es dann eben soweit ist, dann gieße ich mir das Ganze hier durch ein Teesieb ab. So, ich zeige euch das jetzt einfach bloß mal. So schaut es dann aus. So, ihr seht schon, das sieht auch ein bisschen aus wie Kaffee. Ja, so sieht also das fertige Getränk aus, der Chaga-Tee. Und ja, jetzt kann ich nur sagen, wohl bekommst. Der Geschmack ist gar nicht so übel, also ist nicht bitter oder so. Erinnert ein bisschen an schwarzen Tee, würde ich sagen, so ein bisschen zwischen schwarzer Tee und Kaffee. Hat einen ganz leichten Geschmack, wie gesagt, nichts Bitteres. So, das soll's für dieses Video heute gewesen sein. Ich hoffe, den ein oder anderen hilft es ein bisschen weiter, ein bisschen eine Anregung, sich mit Heilpilzen zu beschäftigen. Also ich bin jetzt hier schwer am Probieren mit dem Chaga. Ich nehme den jetzt noch nicht so lange. Werd mal schauen, ob es irgendwas bringt.
Also, wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!